Lively ist der jüngste Hit im App Store. Mit der App lässt sich schnell und sehr einfach eine Live-Übertragung starten. Lively ist eng verbunden mit der Lip-Sync-App Musical.ly und stammt auch vom selben Entwicklerteam. Gleich nach der Registrierung kann man Livestreams von allen möglichen Nutzern ansehen, mit ihnen chatten oder Herzen versenden. Will man einen eigenen Stream starten, wischt man einfach nach rechts. Dann den Titel eingeben, den roten Knopf drücken und schon ist man mit der Welt verbunden. Nun muss es nur noch Zuschauer geben, die das auch interessant finden. Und das ist der springende Punkt bei der App. Die meisten Live-Übertragungen sind schlicht langweilig. Oft sieht man Teenager, die in ihren Zimmern sitzen und wenig Interessantes von sich geben. Hat man doch eine Person gefunden, der man häufiger zusehen will, kann man sie abonnieren. Dann erhält man jedes Mal eine Push-Nachricht, wenn die Person auf Sendung geht. Sinn ergibt Lively vor allem als Erweiterung von Musical.ly. Und diese App ist nach wie vor sehr erfolgreich. Folgt man einer Person im Musical.ly, kann man sich auch über Lively-Streams informieren lassen. Geht es nur um die reine Möglichkeit zur Live-Übertragung, ist man mit Periscope oder Facebook Live wohl besser bedient.